Ein gewaltiges Schwert fällt aus den Wolken herab und das ist erst der Anfang. Nun ist es an Mario und seinen Freunden, die Welt zu retten. Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zum brandneu erschienenen Game Super Mario RPG. Heute nämlich, Ladies and Gentlemen, mit Mario und dem Rest starten wir dieses Game. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, Ladies and Gentlemen. Wer jetzt denkt, was hat sich Nintendo da schon wieder ausgedacht, muss euch ein bisschen enttäuschen, denn dieses Game hat tatsächlich schon 27 Jahre auf dem Buckel. Erstmals erschienen 1996 für den Super Nintendo. Haben wir jetzt ein Remake? Ich kenne das Spiel persönlich nicht. Super Nintendo hatte ich nie. Das war vor meiner Spieleexistenz. Und daher freue ich mich besonders drauf, denn ich erwarte einfach grandiose Mechaniken. Und ich liebe RPG. Habe ich schon lange kein klassisches mehr gespielt und freue mich sehr drauf. Ich wünsche euch da draußen auch viel, viel Spaß, Ladies and Gentlemen. Lassen wir uns überraschen. Und jetzt hören wir auf. Let's play. Und da erkennen wir nämlich auch so ein bisschen den Flair von 1996. Fällt euch auf, keiner macht Töne. Normalerweise würde Peach ja eher sowas machen wie "Oh, help me, Mario!" Und Mario würde auch irgendwas in dem Sinne machen. Es hat keine Töne. Das finde ich schon mal ja ein wenig beunruhigend und finde ich auch ein bisschen schade, dass da Sparmaßnahmen getroffen worden sind. Hätte man ja vertonen können. Aber schauen wir, wie es weitergeht, Ladies and Gentlemen. Hot oder Schrott ist jetzt die Frage. Ich bin richtig gespannt, Freunde. Tritt ein! Und da siehst du einfach, 1996 war einfach nochmal komplett anders. Ich meine, 27 Jahre. Einfach 27 Jahre. Und wir sind gleich unverblümt im Spiel und haben Mario. Wir gucken uns mal an. Also, wir haben noch keine Items. Wir haben gar nichts. Okay, pass auf. Ich guck mal, ob ich irgendwas tun kann. Ob ich mit den Wachen irgendwas machen kann. Die Töne. Oh mein Gott, wie cool. Da kommt ja richtig Retro-Flair auf. Ich liebe auch die Grafik, dass die komplett anders ist. Ich finde auch, die Figuren sind deutlich gedrungener. Wir gucken mal kurz ins Menü rein. Also, Freunde, er sieht doch so ein bisschen zusammengequetscht aus, oder? Also, pass auf. Was sind denn das da, Froschtaler? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Vor allen Dingen, richtig grandios finde ich ja auf der Verpackung, siehst du einfach hier einen Holzjungen, wo ich richtig gespannt bin, was das ist. Das gibt mir so Pinocchio-Vibes. Und hier, Mellow, wir haben ihn schon gesehen. Sieht aus wie so ein Wolkenjungen, aber lassen wir uns überraschen. Also, ich wünsche euch viel, viel Spaß bei dem Ganzen. Ich habe selber noch nicht reingeguckt. Ich kenne nur so ein paar Trailer-Videos und weiß, dass das, glaube ich, von den Taktiken und Kämpfen her sehr, sehr spannend ist. Ihr könnt mir ja sehr, sehr gerne jetzt mal sagen, glaubt ihr, dass das im Mario-Universum funktioniert? Pass auf, unser erster Fight. Also, pass auf, wir werden einfach mal einen ganz normalen Angriff wagen. Einfach umgeputzt. Umgefallen und weg. Aber wir müssen ordentlich kämpfen, um zu leveln, logischerweise.
Das ist in diesen Levelphasen vermutlich immer ein bisschen langweiliger, wie man so von normalen RPGs kennt. Wer von euch die ersten Pokémon gespielt hat, weiß, wie oft man einfach tatsächlich gerade in der Anfangsphase bestimmt so um die 20 bis 30 Mal Schildkadett irgendwelche Gegner versucht hat zu besiegen. So, jetzt stecken wir das erstmal was ein, aber ist okay. Können wir auch Techniken machen? Sprung. Wir testen uns einfach mal ein bisschen aus. 34, okay, krass. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das jetzt wirklich wesentlich erfolgreicher ist, dadurch, dass der ja einen Helm auf dem Kopf hat. Schauen wir. Ich finde die Sounds echt geil, ne? Das feiere ich ja schon mal richtig. Oh mein Gott. Bowsers Schloss halt, ne? Und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich liebe die Grafik, aber ich finde es irgendwie verstörend, dass er einfach so zusammengepresst aussieht. Okay, das macht mir jetzt auch dezent Angst. Da ist sie. Mario, rette mich. Jetzt hören wir das erste Mal Töne von ihm. Nimm dich in Acht vor Bowser, Mario. Ha, jetzt geht's dir den Kragen. Okay, alles klar. Vielleicht sollte ich mal eine Sprungattacke machen. Wobei ich nicht weiß, ob ich auf seinen Stacheln lande. Autsch. Sauf. Normaler Angriff. Wir sehen halt leider keine Leiste. Wir wissen nicht. Mario, die Kette. Greif die Kette an. Was ist denn mehr? Da hätten wir Abwehr. Ah, okay. Leuchterhund. Natürlich, natürlich. Pass auf. Dann nehmen wir einen normalen Angriff. Ah! Ich wusste nicht, dass der als Gegner zur Option steht, Freunde. Pass auf, dann probieren wir mal mit einer Technik auf den Kettenhund. Irgendwann wird der Leuchter wahrscheinlich runterfallen. Pass auf, wenn ich da jetzt noch einen Sprung habe, machen wir das? Ich liebe es ja jetzt schon. Was hat da geklirrt? Ne, nicht doch. Beiß zu, Leuchterhund, sonst gibt's eine Kettenreaktion. Du bist mein einziger Halt. Das hat er auch gesagt da vorne. Entschuldigung. Wehe, du machst den Mo... Die Tränen. Runter mit dir, Mario. Gleich im Bossfight. Nach den ersten 3 Minuten... Gib ihm Saures. Nach den ersten 3 Minuten Spiel vorbei. Mach ihm Beine. Runter, hab ich gesagt. Fantastisch. Die Tränen von ihm. So einfach schnappst du mir Peach nicht weg. Ständig pfuschst du mehr ins Handwerk. Aber jetzt reicht's. Spüre meinen Zorn. Wieder verloren. Ja, manchmal ein bisschen leid. Warum kann ich so hoch springen? Die Sounds, geil. So ein Glück. Ich hatte solche Angst. Lass uns rasch fort von hier. Ich kann nicht so laut schreien, sonst kommen meine Nachbarn wieder. Mario, die Festung bebt. Weil es noch etwas viel Größeres gibt als Gefahr. Denn aus dem Himmel kommt jetzt der wahre Feind. Und der wahre Feind ist ein Schwert. Ich lieb's. Ich, 1996, auf diese Idee kamst du nur 1996. Und jetzt weißt du auch, warum ich so geworden bin, wie ich bin. Diese Zeit hatte einfach... komische Dinge an sich. Die hat einfach sehr seltsame Dinge mit sich gebracht. 1996. Ich sag's euch. Da gab es komische Dinge. Irgendwas war da nicht richtig. Sie sind alles so zusammengequetscht. Ach, ist das geil. 1996. Das ist jetzt meine Antwort auf alles, Freunde.
Aber es ist super geil gemacht. Ich kenne das Original nicht. Wir müssen uns definitiv das Original mal ein bisschen angucken. Ladies and Gentlemen, RPG heißt auch Lesetext. Ja, wir müssen uns das Original im Vergleich mal dazu angucken. Ich weiß nicht, ob wir das durch Zufall im Switch-Online-Modus schon finden oder ob wir es auf anderen Wegen finden müssen. Ich werde mal gucken. Aber jetzt gucken wir uns das erstmal an, Freunde. Ich hoffe, es verwirrt euch nicht, weil Super Mario Bros. Wonders spielen wir natürlich auch aktuell auf diesem Kanal. Daher dranbleiben, dabei bleiben, sehr gerne abonnieren, wenn ihr das nicht verpassen wollt, Ladies und Gentlemen. Mario, sag mal, die meisten Leute betreten ihr Haus ja eigentlich durch die Tür. Na, ist auch nicht wichtig. Eigentlich bin ich bloß hier, um Prinzessin Peach bei dir abholen zu kommen. Im Palast wartet man nämlich schon auf sie. Ja, richtig. Er hängt da wie seine eigene Klamotte. Und hat so eine Kuckucksuhr. Auch das war 1996, glaube ich, Trend. Ich hatte nämlich als Kind tatsächlich auch einen, aber das war so ein Hase, was auch sehr verstörend war, weil dieser Hase hat seine Ohren bewegt und seine Augen. Naja. Oh, die Musik. Prüfen. Ich hab's ausgemacht. Ist jetzt schlafen gegangen. Oh, wie geil. Sieht aus wie so eine Tischdecke. Also machen wir Licht aus. Legt er sich gleich ganz brav ins Bett. Können wir mit der Uhr was machen? Nee, wahrscheinlich nicht. Also wir haben vermutlich hier sowas wie ein Inventar. Geil. RPG in der Mario-Welt. Hätte ich mir nie erträumen können, dass es das gibt. Und dabei gab es das schon die ganze Zeit. Ich habe ja Hoffnung, dass ich irgendwann mal mein geliebtes Straßen des Glücks von der Wii nochmal als Remake bekomme. Aber wo ist sie denn, die Prinzessin? Alle meinten, sie wäre bei dir. Wieso so schweigsam, Mario? Willst du mir etwas nicht verraten? Es ist doch nicht schon wieder Bowser, der hinter der Sache steckt. Oder doch? Oh je. Mario, bitte bring die Prinzessin wieder zu uns zurück, so wie immer. Okay? Ja, damals hatte er doch diesen Job. Und zu dieser Zeit, 1996, war er auch noch als Klempner tätig, Leute. Warum er da jetzt... Ja, so, ja, deswegen hast du auch das Ölfass, ne? Warum er da jetzt so random gefühlt im Wald lebt? Keine Ahnung. Ach, Mario, eine Sache noch. Sollte es dich doch mal aus den Latschen hauen, dann warst du dort wieder auf, wo du zuletzt dein Spiel gespeichert hast. Aber dein Abenteuer wird zusätzlich auch automatisch gespeichert, wenn du dich von einem Gebiet in ein anderes bewegst. Ziemlich praktisch, oder? Sollte dir also mein Unglück geschehen, ist nicht dein ganzer Spielfortschritt futsch, sondern nur ein kleiner Teil. Und falls du lieber nicht dem Zufall überlassen willst und dein Spiel selbst speichern möchtest, kein Problem. Hüpf einfach auf Speicherblöcke wie diesen hier. Solche Speicherblöcke sind eine prima Sache, falls du während deiner Reise mal ein kleines Päuschen einlegen möchtest. Tja, das war so ziemlich alles von mir. Und nun los, Bowsers Festung wartet. Heißt, übersetzt, ich kann nicht im Menü anders... Warum springe ich denn die ganze Zeit drüber? Ist ja auch crazy. Also, wir generieren natürlich die Speicher und da siehst du richtig die Klempnerallüren mit der Umrahmung. Geil. Also man sieht richtig, dass hier Texturen gemischt wurden aus 1996 und aber auch neue Texturen. Das rechte mit den Röhren wird vermutlich irgendein Remake aus 1996 sein. Das linke sieht doch schon ein bisschen neuer aus. Finde ich ja geil, dieser Mischmasch an Texturen. Und diese Oldschool-Musik. Also, das ist Marios Haus. Das heißt, ich kann nur in Bowsers Festung laufen. Ja, dann tun wir das. Ey, dieses Schwert. Unfassbar, ne? Stand ich hier nicht gerade schon mal? Halt, Eindring! Kein Eindring? Halt, Eindring? Man kennt's, der Eindring. Oh, Freunde. Halt, Eindringling! Keinen Schritt weiter. Wir sind Schmiedrichs Schergen und diese Festung gehört nun uns. Wir planen Großes und dies ist nur der erste Schritt. Wenn Störenfriede wie du nicht wären, wäre die Welt schon heute unser. Und nun hin fort mit dir! Schmiedrich?
Ja, fantastico, Freunde. Wie kommst du nicht rein? Da ist es übersetzt. Türsteher sagt, nö. Daher müssen wir stärker werden und wiederkommen. Das wird unsere Mission sein. Schmiedrich sagt, nö, ist hier nicht. Ist jetzt wieder zum Marios Haus zurück. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich gehe einfach wieder schlafen. Kann ich nicht einfach ganz normal schlafen gehen? Ich gehe einfach wieder in mein Haus zurück. So, Spiel vorbei. Lass mich in Ruhe. Ah! Hä? Na, das ging aber schnell. Hast du irgendwas vergessen? Nein? Aber was dann? Sehr anschaulich dargestellt. Die Brücke zu Bowsers Festung ist kaputt? Das ist ja schlimm. Das berichten wir lieber sofort dem Kronminister im Pilzpalast. Los, Mario, auf geht's! Ich find's fantastisch. Man sieht's auch von der Art und Weise, wie die Texte gestaltet sind und was der Gegenstand der Texte ist, das einfach 27 Jahre jetzt später ist, ne? Crazy. Ich nur wieder! Nanu, sag mal, durch den Knuff gerade hast du ja einen ganzen Kraftpunkt verloren. Das macht aber nichts. Hier, mit einem der leckeren Pilze aus dem Palast ist gleich alles wieder gut. Wenn du mal Items zur Heilung einsetzen möchtest, brauchst du nur X zu drücken. Kinderleicht. So ein Pilz ist genau das Richtige, wenn es mal schlecht um deine Kraftpunkte bestellt ist. Man kennt's, wenn man krank ist. Pilze essen. Das hat uns Mutti auch früher schon erzählt. Das ist auch wieder was Eigenes. Wo haben die das her? Pilze machen gesund. Aber Moment mal. Wegen irgendwas bin ich doch extra hierher zurückgekommen. Hurra, ich hab's! Und zwar wollte ich dich warnen, dass der ganze Pilzpfad von Monstern nur so wimmelt. Ich hab's selbst gerade so mit roten statt blauen Flecken zu dir geschafft. Du musst was tun, Mario. Dabei fällt mir ein, weißt du, was Aktionsbefehle sind? Nein, erzähl mal. Aber gerne. Dann stürzen wir uns zuallererst mal in einen Kampf. Also, wir durchlaufen jetzt natürlich das Tutorial. Beim Kämpfen geht es nicht nur um Rohkraft, auch das richtige Timing ist wichtig. Das habe ich nämlich im Vorfeld schon gelesen. Das klingt sehr, sehr spannend, weil du kannst wohl mit dem richtigen Timing noch mehr Schaden rausholen. Drücke zuerst mal A, um anzugreifen. Weil es soll wohl auch so eine Art Team-Kampfangriff irgendwie geben, wenn wir natürlich mehrere Member dann in der Gruppe sind. Stopp! Drücke jetzt ein weiteres Mal A, während der Angriff den Gegner trifft. Klasse, genau so. Dein Angriff war nicht nur extra stark, sondern hat mehrere Gegner auf einmal erwischt. Aktionsbefehl, sei Dank. Und das ist tatsächlich was. Ich weiß nicht, wer von euch später noch Mario und Luigi Partners in Time gespielt hat. Oh, auf welcher Plattform kam das denn raus? Ich weiß nicht. Da war das tatsächlich auch so ein bisschen. Das hatte auch so ein bisschen RPG-Elements. In dem Sinne. Und da war das auch so, dass beim Angriff musst du so schnell noch eine Taste drücken und dann ist er effektiver geworden. Und dadurch haben wir halt beide. Probier auch mal A zu drücken, wenn du angegriffen wirst. Ah, okay. Klasse, genau so. Wenn dein Timing perfekt ist, steckst du keinen Schaden ein. Angriffe, die deine ganze Gruppe treffen, kannst du mit Aktionsbefehlen nicht abwehren. Versuch jetzt mal eine Spezialtechnik. Drückst du mal Y für mich? Natürlich. Sprung. Und jetzt nochmal A. Und jetzt ein Druck auf A. Also merken wir uns immer A vorher. Vorbildlich. Bei Techniken weichen Aktionsbefehle oft ab. Also nicht bloß ein einzelner Knopfdruck. Also immer schön lesen, wie du deine Lieblingstechniken besonders mächtig machst. Übrigens, die Kampfanzeige füllt sich mit jedem gelungenen Aktionsbefehl ein Stückchen. Und wenn sie voll ist, dann... Naja, deine Gegner sollten sich schon mal warm anziehen. Freu dich drauf. Und das ist, glaube ich, das, wo wir in der Gruppe, wenn das 100% hat, glaube ich, irgendeine Spezialtechnik einsetzen können. Glaube ich, denke ich. Gucken wir mal. Bei mehreren gelungenen Aktionsbefehlen hintereinander steigt hier eine Zahl. Schon ab dem zweiten gelungenen Befehl erhältst du Vorteile im Kampf. In deinem Fall, Mario, steigt die Kampfanzeige schneller, je mehr Aktionsbefehle gelingen. War ziemlich viel auf einmal. Verzeihung, aber keine Angst, falls du etwas vergisst. Drücke im Kampf einfach B und wähle Hilfe, dann erfährst du alles, was du brauchst. Sogar außerhalb von Kämpfen kannst du Info lesen. Wähle einfach Hilfe im Menü.
dran. Ja? Ja, machen wir. Die denkt dran. Und das war's auch schon. Jetzt kannst du den ganzen Fiesling schön das Fürchten lehren. Gut, hätten wir jetzt also nicht gebraucht. Wir haben es ja schon selber rausgefunden. Aber für euch da draußen natürlich, wenn ihr wissen wollt, was das Tutorial alles zu bieten hat, das hatte es zu bieten. Gut, also, dann müsstest du jetzt bloß... Was war das nochmal? Genau, dem Kronminister von der Prinzessin berichten. Wir sehen uns dann drüben am Pilzpalast, ja? Und hier für dich, nur für den Fall der Fälle. Yay, vielen Dank. Und da verschwand er auf magische Weise. Beginnen wir unsere Reise. Marios RPG. Aber wie komme ich denn jetzt? Ich habe... Pilzpfad. Nehmen wir doch den. Wir müssen den Rest erst freispielen. Also gut. Erster Gegner. Nehmen wir natürlich die Kämpfe auf jeden Fall mit. Also wir haben gelernt. Angriff. Ich nehme mal den in der Mitte und mache jetzt rechtzeitig... Ah, das war zu früh. Ja, das war zu früh und das war zu spät. Das war auch zu spät. Pass auf, ich probiere es nochmal. Also, zack. Ah, wenn es Ausrufungszeichen ist, muss ich, glaube ich, drücken, ne? Das mit der Technik, mit dem Timing, muss man wirklich ein bisschen lernen, Freunde. Aber das kriegen wir hin. Ich habe bei Mario Luigi's Partners in Time, habe ich auch ein bisschen gebraucht. Aber wenn man den einmal raus hat, wie das funktioniert, läuft das. Ich sehe mal wieder die Mitte. Ich weiß nicht, ob das wirklich irgendwie... Nee, ne? Pass auf, ich nehme jetzt die Techniken. Wobei, so eine Sache sollte man sich immer ein bisschen aufheben, glaube ich. Ah! Aber das habe ich abgewehrt. Aber was hat er denn geschossen? Nee? Wir müssen natürlich aufleveln, ne? Am Anfang ist es natürlich immer so ein bisschen hart beschissen. So, pass auf. Brauchen wir einen Pilz? Aber 30 KP. Ich würde noch ein bisschen warten. Oh, da ist, glaube ich, was ganz Großes. Habt ihr gesehen? So, also das mit dem Timing habe ich bis jetzt auch überhaupt nicht drauf. Jetzt. Ah, der war gut. Jetzt, 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 jetzt. Pass auf. Und so. Nee, das war zu spät. Also das ist wirklich ein ganz, ganz kleines Zeitfenster, wie man drücken muss. Aber das kriegen wir noch raus. Uah, Freunde. Aber wir haben uns wieder ein bisschen aufgefüllt. Vor dem fliegenden Koopa habe ich ein bisschen Angst jetzt, ne? Vor Para-Koopa. Pass auf, da werde ich, glaube ich, mit einem Sprung. Und ich habe rechtzeitig gedrückt. Geil. Viele Monster sind gegen bestimmte Elemente besonders anfällig. Greifst du sie mit diesen Elementen an, erleiden sie extra viel Schaden. Ja, ja, bei Flug war mir jetzt Sprung irgendwie. Müssen wir halt nur gucken, ob wir die auch aufleveln können. Ich nehme trotzdem jeden Kampf jetzt einmal mit, auch wenn das vielleicht ein bisschen langweiliger ist, Freunde. Aber das ist halt genau RPG. Geil, dass wir dann so eine Blume kriegen. Aber wenn natürlich zwei dich auf einmal angreifen, ist halt auch hart scheiße. Wobei, bei denen reicht ja bis jetzt der erste Schlag noch aus, ne? Super, neues Level. Ist halt die Frage, wenn ich ein neues Level bekomme, füllt sich dann meine KP automatisch wieder auf? Was möchtest du erhöhen? KP, Kraft? Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Machen wir gleich Kraft oder KP? Ich glaube, wir machen einmal die Kraft. Oh, das ist gut. Wähle weise auf gut Deutsch. Wähle weise. Die etwas andere skurrile Box. Okay. Das heißt, wir haben jetzt gelernt mit Sprung. Wir müssen halt nur gucken, ob wir beide jetzt erwischen können. Wir haben nämlich nur noch eine Sprungattacke. Insofern... Ne, wir haben gar keine mehr. Ach, wie dumm. Okay, dann hat sich das erübrigt, Freunde. Oh, oh. Oh, oh. Fast besiegt. Fast ist aber auch nur fast. Geil, das war eine Abwehr. Okay, pass auf. Zack. So, da war die Combo mit bei. Ihn muss ich abwehren. Also es ist wirklich ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster, wo man wirklich A drücken muss. Kriegen wir hin. Was ist hier los? Lass den Pilz in Ruhe.
Geil, jetzt hat's geklappt, Freunde. Habt ihr gesehen? Ich krieg's raus. Ich krieg das raus. Ich krieg das raus. Aber es dauert richtig lang, wenn er es alleine macht, ne? Um auf 100% zu kommen. Du bist mein Retter. Hier, das hier habe ich gefunden. Vielleicht hilft es dir ja irgendwie. Honigsirup? Ja, vielen Dank dafür. Ich hab hier um die Ecken gelaufen. Ist. Okay, Ladies and Gentlemen, ich bin sehr gespannt, wie die ganze Geschichte weitergeht. Werden wir das nächste Mal herausfinden. Schaltet euch sehr, sehr gerne rein, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei.